Yo Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier auf Harima. Heute habe ich mal wieder seit gefühlten Ewigkeiten ein neues Format am Start. In letzter Zeit sehe ich einfach so viele Kommentare, die einfach so eine schlimme Grammatik haben oder einfach so dumm sind. Das ist aber fast schon lustig. Da denkt man sich manchmal nur so, ist das ernst gemeint? Soll das lustig sein oder was? Und von denen zeige ich euch heute einfach mal die krassesten und lustigsten. Viel Spaß! Eben, wenn ihr nicht Frau werden wollt, dann sucht halt eine Frau, dann könnt ihr ja auch das lustige Video machen. Bitte, bestimmt kennt ihr ja Mädchen, die mit euch die Lobbys spielen macht. Wir hoffen mal, dass ihr eine Freundin habt. Das ist auch schon der erste Satz, wo ich mir denke, das kann gar nicht ernst gemeint sein. So schlimme Grammatik kann man gar nicht drauf haben. Das ist unmöglich. Wie hastig muss man schreiben, um so viele Fehler drin zu haben? Oder schreibt er einfach blind oder was? Warum, weil Heiko nicht ein Mädchen sein? Warum, weil Heiko nicht ein Mädchen sein? Klingt ja eher so, als würde diese Person meinen, warum will Heiko kein Mädchen sein? Das kann ich quasi nur abhaben, weil ich denke, das muss Siri gewesen sein. Und trotzdem schaut man ja nachher nochmal, ob irgendein Fehler drin ist und korrigiert ihn. Wann kommt dies Stelle? Hab no time for the complete video. Ja, dass du keine Zeit hast, merkt man. Ich meine, ich frage jetzt, das meine ich ganz ernst. Wie? Wie kann aus V-I-D-E-O F-I-D-E-O H werden? H! Wie kann man denken, dass man ein Video mit H am Ende schreibt? Und dann noch dieses scheiß Denglisch. Hey, jeder benutzt irgendwelche Wörter, die halt irgendwie ursprünglich aus dem Englischen kommen oder so. Aber dann auch so komplette halbe Sätze, das gibt's doch nicht. Fällt denn niemanden auf, dass alle Hände verkehrt rum sind? Das schaut echt krank aus, aber echt gelungenes Video. Respekt. Gegenfrage. Fällt denn niemanden diese Grammatik auf? Respekt. Das klingt wie Paket mit Riss. Bei dieser Rechtschreibung wäre es wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie Pact schreibt und Paket meint. Aber was für eine Tastatur kann man haben, dass I in der Nähe von E ist? Ich mag Möpfe. Dankeschön. Aber du hast das Harry vergessen. Okay, der war flach. Sorry. Ich glaube, ich frage am besten gar nicht, was man mit Möpfe meinen kann. Was soll ein Mopf sein? Hans Wurst frisst einen Besen. Also ich habe ja nichts gegen Stottern, aber wie kann man im Internet stottern? Also stottern schreiben, das geht gar nicht, oder? Und außerdem ist das nicht Hans Wurst, sondern Hans Bauer. Mein neues Lieblingssong. Also du musst dich schon entscheiden, Song oder Lied. Was meinst du jetzt? Wenn du nämlich Lied schreiben würdest, dann wäre neues richtig, aber bei Song wäre es mein neuer. Und normalerweise schreibt man dann Lieblings und Lied zusammen. Außer der Glatzkopf. Also die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, wie kann man aus Versehen statt einem scharfen S ein normales S schreiben? Das sind zwei verschiedene Tasten. Und ganz nebenbei hat diese Person einen T bei Glatz vergessen und Glatzkopf auseinandergeschrieben. Huch, wer hat denn das Leerzeichen da reingeschmuggelt? Wie zur Hölle hat dieses Video über 9 Millionen Aufrufe, wenn es doch nur 7 Millionen Menschen auf der Welt gibt? Junge, als ich diesen Kommentar gelesen habe, ich bin weggeknackt vor Lachen, das gibt's doch nicht. 7 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Sag mal, vor welcher Quelle hast du bitte deine Informationen? Hast du zu viel RTL geguckt oder was? Selbst wenn das nur als Spaß gemeint ist. Also, ich finde sowas echt nicht lustig. Das ist einfach nur eine falsche Aussage. Zu einem Witz gehört schon ein bisschen mehr. Bester Lied ever. Die dummen Opfer, die das nicht mögen, sind wohl schwer beschädigt im Hirn. Bester Lied ever. Auch du solltest dich entscheiden, ob du Lied oder Song schreibst. In diesem Fall würde nämlich zu Bester eher Song passen als Lied. So, da muss man aber so ein bisschen das Gefühl für kriegen, ne? So schwer kann es ja nicht sein, statt der R-Taste die S-Taste zu treffen. Es sei denn, man hat Wurstfinger. Das würde auch erklären, warum er versehentlich statt dem V das W erwischt hat. Es sind ja nur gut 5 cm dazwischen auf der Tastatur, ne? Jo, das war's wieder mit dem Video. Das war jetzt quasi so ein kleines Experiment. Deswegen ist es ganz besonders wichtig diesmal, dass ihr eure Meinung zeigt, weil dann weiß ich, ob es euch gefällt und ob ich sowas vielleicht öfters machen soll. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche Sonntag um 14 Uhr wieder hier auf diesem Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.